Kulinarisches Oberösterreich wird präsentiert von Genussland Oberösterreich. Dreißig Minuten von Linz im Everdinger Becken liegt das Landgasthaus Dieplinger. Donaufische und Gemüse aus der Region hat Paula Langmeier auf ihrer Speisekarte. Das ist ein Frühlingslustsalat, nennen einfach, weil es so viele frische Blattsalate gibt, also eben Pflücksalate und Bärlauch, also ist wirklich alles Mögliche schon da. Und ich habe mir gedacht, ich bin ein Knödelfreund, ich mache Lammknödel dazu, gebackene Lammknödel, und das harmoniert wirklich gut. Zu den Gerichten gibt es die passenden Getränke. Die liefert Horst Humer persönlich. Zum Salat mit Knödel empfiehlt der Obstbauer Birnenschaumwein. Der ist eher trocken, einfach fruchtige Birne. Trocken, ideal einfach als Aperitif, sowohl auch als Speisenbegleiter. Wir schauen natürlich, dass wir aus unserem Obst, aus unseren Früchten so viel als wie möglich auch Verarbeitungsware erzeugen können. Und diese Ware wird dann in jeglicher Form weiterveredelt. Sei das jetzt der Most, sind das Marmeladen, sind das Destillate, Edelbrände, Fruchtsäfte, Nektare. Die verkosten die beiden heute. Der nächste Gang ist Fisch. Dazu gibt es Most. Wir sind da an der Donau und wir sind ans Innungslokal der Fischerinnung Everding. Wir haben die Truhe da. Das ergibt sich so, nachdem ich mit Fisch aufgewachsen bin, dass ich einfach in dem Fall ein Welsfilet gemacht und ein Lachsforellenfilet, je nach Fischfang und Fischerfolg. Und auf einen Gemüseruhrgerstl, also Gemüse, weil einfach wir aus dem Everdinger Landl sind. Paula Langmeier und Horst Hubmer sind Genusslandpartner, 2 von 450 in ganz Oberösterreich. Seit 20 Jahren ist das Genussland Oberösterreich die Initiative für regionale Esskultur.